Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Vorstellung vom Junkyard Simulator. Es handelt sich um eine Schrottplatz-Simulation und ich weiß, Simulationen haben bei der Umfrage nicht besonders gut abgeschnitten, aber ich liebe Simulationen und wenn ich schon kein Let's Play für euch machen soll, weil zu wenig Interesse dran da ist an den ganzen Simulationen, dann möchte ich euch das Spiel zumindest in einem längeren Video einmal vorstellen, weil vielleicht hat der ein oder andere von euch ja doch noch Interesse daran. Also, ich werde jetzt erstmal ein neues Spiel beginnen und sag dann einfach mal viel Spaß. Ja, das scheint mein Wecker gewesen zu sein. Nee, doch nicht. Wir stehen hier schon mitten im Raum, aber da war gerade so ein kleiner Wecker. Karton, Schrott, Gegenstand aufgeben. 0 Euro. Karton, 1 Euro. Okay. Also wir haben hier wohl jede Menge Zeug, was wir theoretischerweise auswählen können. Das Einzige, was ich gerade ziemlich vermisse, ist ein Tutorial. Ah. Oh, Johnny, Johnny. You've been boozing again. To each his own, buddy. You finally got yourself up. Quite a party last night. Do you remember anything? Your first task will be to find some necessary tools. Start with your Junkman interface. Gedrückt hätten rechte Maustaste. Okay. Quest 1. Finde die Maps. Finde die große Karte auf der Kofferraumhaube. Oder in dem Fall wohl 5 große Karten. Ich habe übrigens noch nicht mal die vollsten Einstellungen, aber ich muss sagen, es sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich habe es nämlich eben doch vergessen umzustellen, nachdem ich es gesehen hatte. Sehr clever von mir, ich weiß. Das sieht mir aus wie die erste Karte. Perfekt, drücke M. Ah, okay, wir können auch reinzoomen. Karren eines Schrotthändlers. Achso, das sind die ziehen, um die Karte zu verschieben. Linke Maustaste. Ja, das ist toll. Mehr soll ich nicht machen? Okay. Head to the computer. You know where it is. Nee, nicht wirklich. Ich bin nämlich das erste Mal hier im Spiel. Ich habe auch in dem Fall noch nicht im Vorfeld geguckt. Ah. Moment, da hinten scheint eine Quest zu sein. Aber ich wollte eigentlich... Ich war hier jetzt auf der Suche nach einer Karte, aber nein, ich habe den PC gefunden. Okay. Now, you know we won't leave you stranded when you don't know how to use some of the tools, machines, or other fun mechanisms. Keep checking back whenever you feel lost. To go to the tutorial, press T, or find it in the pause menu. No need to be shy. Yeah, we've been meaning to clean up the yard for a long time, but I just never got around to it. Today, it's your turn. If you want, there's quite a lot of room in your backpack. Yeah, that way you won't have to carry each item in your hand. Don't laze around. Get to work. So, kommt da jetzt noch mal was? Na, okay, dann darf ich jetzt mal. Ich habe, wenn ich dran gedacht habe, das Tutorial in Anführungszeichen hier, also das, was da drin war, rausgeschnitten, weil das Problem ist, dass dann plötzlich irgendwelche Musik angegangen ist und das ist natürlich aus lizenzrechtlichen Gründen nicht so toll. Ich kann auch die Musik hier nicht ausschalten, warum weiß ich nicht. Reinige den angegrenzten Bereich, indem du 3 Gegenstände in dem markierten Müll... Achso, muss man festhalten, wollte ich gerade noch sagen, aber das war dann so schwerfällig und irgendwie ganz komisch von der von der Dings her hier, von der... Moment, gehört das auch dazu? Och, geh mir doch nicht auf den Sack. Ich will wissen, ob die Flasche dazu gehört. 2... 22... Moment, kriege ich jetzt Geld, wenn ich das da reinwerfe, oder ist das Geld dann weg? Ich habe immer noch weiterhin nur 2,16. Dann nehmen wir mal lieber die... Och, ja, ist ja gut. Ah, nee. Einmal drücken reicht auch. Ich muss das nicht gedrückt halten.
Okay, wir haben jetzt Erfahrungspunkte bekommen, aber wir haben kein Geld bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Neue Mechaniker kaufen Schrottplatzgrundstücke und betreiben ein Schrottgeschäft. Gleich zu Beginn des Spiels können sie einen Schrottplatz mit Schulden kaufen und sich testen. Warum mit Schulden? Hallo? Wenn sie aus der Verschuldung herauskommen und ihr Unternehmen weiterentwickeln können. Achso. Wir empfehlen das Abschließen von Quests, die den Spieler mit der Mechanik vertraut machen, gehen aber auch erfahrenen Spielern Freiheit. Bedenken Sie jedoch, dass Sie bei einigen Mechaniken Quests abschließen müssen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Neue Mechaniker kaufen Schrottplatzgrundstück. Ja, ich habe aber, was hatte ich jetzt, 160 Gold, Dollar oder was? Wie will ich denn so ein Grundstück kaufen? Renovieren Sie das Grundstück, reparieren Sie es mit Werkzeugen und sorgen Sie dafür, dass das Grundstück profitabel bleibt. Vergessen Sie nicht, Ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Ups! Nur ein zahlender Mitarbeiter wird seine Arbeit gut machen. Ich dachte, ich mache das alleine. Aber na gut. Sammeln Sie Ressourcen und erweitern Sie Ihr Grundstück mit neuen Arbeitsplätzen. Verwenden Sie Computer, um Ihr Grundstück zu verwalten. Erfahrungen sammeln Sie im Umgang mit Werkzeugen. Wenn Sie die Maximalstufe erreicht haben, können Sie eine höhere Fähigkeitsstufe kaufen. Ah, okay. Dadurch können Sie schneller mit dem Tool arbeiten. Ich habe gerade tot gelesen. Egal. Es ist zu spät am Abend. Jeder Sektor auf dem Grundstück hat einen Arbeitsumfang, der erledigt werden muss, um 100% der Fähigkeiten des Sektors freizusetzen und ihn weiterzuentwickeln. In vielen Sektoren gibt es verschiedene Arten von Störungen, die den Arbeitsprozess negativ beeinflussen und ihn blockieren. Stellen Sie sicher, dass Sie repariert sind. Okay. Ja. Level up. Quest 2. Fahrzeuge recyceln. Finde einen kleinen Crusher. So, jetzt mal ein kleiner Cut, weil plötzlich fing die Musik wieder an. Was natürlich sehr nervig war, aber... Die Sachen sind da noch... Ne, die Sachen sind jetzt weg. Aber ich habe herausgefunden, jetzt wo das Spiel gestartet ist, kann man endlich mal... Ach, da oben sieht man auch was, sehe ich gerade. Kann man dann endlich auch mal die Musik abschalten? Also es sollte jetzt hoffentlich keine Probleme mehr damit geben. So, ist das das Teil, was ich holen soll? Ich weiß zwar nicht, wie ich das für 216 kaufen soll, aber egal. Mal gucken. Hallöchen, ich bin die Gameplayerin und ich bin dein neuer Besitzer. You've visited Car Park. Okay. What do you think, Johnny? You like your new toy? Ja. Mehr sagt er nicht. Okay. Entladebereich aktivieren. Das dürfte dann wahrscheinlich hiermit sein. Kontrollpanel. Fahrzeug zur Motorentfernungsstation bringen. Das ist das hier. Also wahrscheinlich so. Ah ja, damit kann man das dann so rüber switchen. Kran für Motorentfernung vorbereiten. Kran ist hier aber nicht drin. Man jetzt den damit? Aber damit entfernt man auch keinen Motor. Die Mechanik ist nicht freigeschaltet. Beende die Aufgabe. Okay. Wo ist das Auto denn jetzt überhaupt hin? Das ist weg. Moment, das... Oder ist es das... Ach! Okay. Kran einfügen. Ich meine, so einen kleinen Kran. Ich dachte hier so ein riesen... Ich meine, das ist jetzt kein Kran, aber ich dachte so ein riesen Ding hier. Kran verwenden. Linke Maustaste. Achso, da muss ich drücken. Ja. Und nun? Soll ich den irgendwie bewegen oder so? Normalerweise wird der hochgehoben und dann... Aber wie will der den komplett hier... Achso, Moment. Ah, ist das wie bei der Ameise? Ah, okay. Okay, okay. Dann Motor vom Kran lösen. Wie? Ja, schmeiß den mal einfach runter. Kein Thema. Lege den Motor an der entsprechenden Stelle ab. Wir sind Herkules. Wir können das doch. Super. So. Das ist nicht ablegen, das ist aufhängen. Aber okay. Fahrzeug zum Parkplatz zurückbringen. Also ich schätze mal hiermit. Zum Parkplatz.
dargestellt. Ne? Zerstöre alle Fahrzeuge auf dem Parkplatz. I'm not sure if you've ever worked on it, but either way, you'll learn. Du wirst es schon lernen. Na toll. Aber mit zerstören meinen die doch jetzt den Großen, dass ich den da rüberhebe, oder nicht? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht so gut erklärt, weil zum einen kann man nicht davon ausgehen, dass das nur Männer spielen, dann auch noch besonders Männer, die halt eben, ach jetzt kann ich einsteigen oder was, eben durfte ich nicht einsteigen? Nee? Doch, doch. Okay, also ist es wirklich das, was ich mir schon gedacht habe. Oh, an die Steuerung muss man sich aber erstmal gewöhnen, ja? Mal so. Ah, ist da. Okay. Achso, mit F kann ich den. Ah, okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, und dann? Magnet. P. Okay. Aber wo soll ich den jetzt hinstellen? Beziehungsweise... Ach, da hinten, nehme ich an. Die... Also die Steuerung ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Da muss ich dem Epi mal recht geben. Der hat das nämlich schon mal ein bisschen angespielt und der meinte nämlich auch schon direkt, die Steuerung, die ist, naja. Ich würde es gerne runterlassen, aber dann kriege ich das nicht bis nach da hinten. Das ist das Problem. Nee, das ist mit F. So. Und mit D. Beziehungsweise ein bisschen A. Ist das scheiße. Also von der Steuerung her, wie gesagt, ist das wirklich gerade ein bisschen ungünstig. So, Moment. Was ist das jetzt? R? Das Auto überhaupt da rein. Okay, ich glaube, wir sind unten. Magnet aus. Sehr schön. Was ist ein Lader? Ich mach mal einfach Tab. Ah! Ah, dann hat man eine andere Ansicht. Okay. Gedrückt halten. Ich wollte gerade sagen, ich will nicht das Spiel verlassen. Ich wollte nur das Gerät verlassen, ne? Ich denke mal, das stellen wir dann hier unten irgendwo an, oder? Da kann ich drüber hüpfen. Das ist gut. Vielleicht aber auch nicht. Muss man da nicht hier unten irgendwo ein Knöpfchen drücken nach dem Motto verschrotten, los. Hier ist ein Häkchen. Steht gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, ehrlich gesagt. Ich meine, so vom Prinzip her weiß ich natürlich, wie das funktioniert. So ein Auto zu verschrotten. Wieso steht jetzt hier S und W, obwohl ich nirgendwo drin bin? S und W. Hä? Also ich fände es besser, wenn man wirklich dahin geführt würde, damit man das einmal zumindest richtig kennenlernt. Er sagt mir ja im Endeffekt nur, ich soll hier einsteigen, aber da war ja nichts mehr, oder? Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Reset? Magnet? Ja, wenn... Ach so! Ach so, ich dachte, ich wäre jetzt komplett woanders. Egal. das ist die andere Seite, oder? Das ist die falsche Taste. Und mit Automatikmodus ein. Ich hätte auch eher drücken können. Wieso sagt mir das hier keiner? Automatikmodus aus. Da geht es aber automatisch an. Zerkleinerten Schrott entfernen. Und wie mache ich das jetzt? Soll ich das mit dem Magneten machen? Wahrscheinlich, ne? Sieht zumindest so aus. Fast. So, Magnet. Zack. Und einmal hier rüber. Oder auch nicht. Ja, ist ja gut. Ich weiß, du hängst da... Ich kann das nicht höher machen, ne? Wieso kann ich das nicht höher machen?
Also, weil ich da jetzt wieder R für brauche. Ah! Mit S lasse ich das runter. Also ist es wirklich gewöhnungsbedürftig, die Steuerung. Bin ich ganz ehrlich. So haben wir denn jetzt immer noch kein Geld bekommen. Die kassieren hier immer irgendwie ab, aber nie kriege ich hier Geld. Zumindest wird mir hier irgendwie nie was gut geschrieben, habe ich so das Gefühl. Wieso geht der nicht mehr hoch? Dann gehe ich halt raus. You see the text flashing next to your dough? I'll give you a hint. It's in the top left corner. Complete the order by turning on your tablet. Drücke 1, um Rohmaterial denn auf den Schrottplatz zu verkaufen. Ach, wir haben das noch nicht verkauft, oder wie? Also ich dachte jetzt, durch das Verschrotten alleine würden wir jetzt schon Geld kriegen. Also, dass es quasi automatisch geht, so gesehen. Ja, ich habe jetzt 1 gedrückt und jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Das ist schön, dass ich mich da bewegen kann. Gar nicht. Das ist toll. Muss ich hier irgendwie rangehen oder so? Oh ja, wenn wir rangehen, dann können wir den Laptop schön mit diesem Container hier verbinden. Achso, Moment. Tab öffnen. Ah, okay. Ich war noch ein bisschen abgelenkt von der Umgebung hier. Moment, Plastik haben wir hier. Lagerung. Kann ich aber nicht verkaufen. Darf ich nicht verkaufen. Warum auch immer. Ah, ne, hier muss ich kaufen. Ah, okay. Ich denke mal, dass ich alles verkaufen darf, oder? Oh, jetzt kriegen wir endlich Geld. Kann ich hier noch runter? You've earned 1000 Dollar. Ich will aber Euros haben, keine Dollar. Okay, Fragtransport. Suche die Upgrade Station. Das dürfte da sein. Ich dachte zuerst, er hat das hier vorne markiert. Panel verwenden. So, Upgrades und Modifikationen. Kaufe Upgrades und Modifikationen für deinen Pickup-Truck, Abschleppwagen. Deine Tasche und dein Bier. Oh ja, das hätte ich auch gerne. Charakter, verbessere die Fähigkeiten deines Charakters. Das müsste ich doch eigentlich jetzt machen können. Ich habe nämlich schon ein Stufen-Update. Aktualisieren. Steht aber nirgendwo, wie viele Punkte ich ausgeben kann. Ach so. Ah, ich kann nur die machen, die gelb sind. Und natürlich auch nur die, die ich bezahlen kann. Also gar keins davon. Okay, damit hat sich die Sache schon wieder erledigt. Tools. Hier können Sie Tools kaufen, die Ihnen helfen, Ressourcen schneller zu erhalten. Zum Beispiel, ein Hammer hört sich doch nicht schlecht an. Die Frage ist nur, brauche ich den? Nee, warte mal. Der ist gekauft, gekauft. Wir haben sogar einen Winkelschleifer. Kettensäge. Haben wir auch eine gekauft. Sehr schön. Oder? Kettensäge 1000. Müssen wir dann auch Benzin haben? Also für die Kettensäge? Oder ist hier dann automatisch? Muss ich das irgendwie immer kaufen oder nicht? Gekauft. Also das heißt für mich, dass wir die schon im Besitz haben oder nicht? Wir gucken nochmal kurz hier bei den Upgrades. Bier ist natürlich wichtig. das ist mir aber zu teuer. Ich will. Achso, Moment. Hier unten, das ist gar nicht so schlecht. Aber es kostet natürlich auch wahnsinnig viel. Ich bin schon wieder draußen. Pickup-Renovierung, Abschleppwagen-Renovierung, LKW-Renovierung. Okay, also ich meine, im Moment wissen wir ja noch gar nicht, was wir überhaupt machen müssen, geschweige denn wie. Und wir müssen deswegen trotzdem ein Abschleppwagen-Upgrade kaufen. Okay, das hatte ich jetzt nicht gesehen vorher. Falls es überhaupt vorher war. Abschleppwagen. Oh, 2 Slots für 0 Euro. Nehmen wir doch. Kein Thema. Können wir das bei den anderen auch so haben, dass wir immer die 2 Slots für 0 Euro kriegen? Schade. Ich hatte gehofft, dass ja. Mit Reset R transportierst du den Wagen zurück zur angegebenen Position. Zack. Zack. Gelände eignet sich nicht zum Zurücksetzen des Wagens. Ach so. Mit angegeben meinen die, wir müssen uns das noch ersuchen, sozusagen.
Oh, ich habe einen Böllerwagen. Ja. Das ist wirklich so ein Hansi-Ding, ne? You've discovered Junkman's Card. Okay. Finde den Abschleppwagen. Das ist der mittlere, oder? JJ, if I may give you a piece of advice, try to stick to the beaten paths, roads, and alleyways. And remember about signposts. This will help you find out where you are and where you're going. Okay. Suche das Wrack. Welches Wrack meinen die jetzt hier? Eins, was irgendwo da hinten ist. Okay, kann ich hier auch... Okay, ich kann anscheinend nicht reinzoomen oder sonst was. Ich muss von dieser Position aus fahren. Und das wird jetzt kompliziert. Oh, der ist aber ganz schön direkt hier. Komme ich überhaupt hoch mit der Karre? Wir sind hier nicht bei SnowRunner, ne? Oder Mut. Wie heißt das nochmal? Das mit dem Schlamm. So, you visited a workshop. Das ist toll. Wie komme ich jetzt hier? Ich kann mit E aussteigen. Ah, sehr schön. Suche das Wrack. Hallöchen Wrack, ich habe dich gefunden. Linke Maustaste. Berge das Wrack mit Hilfe des Kontrollpanels. So, ach so, da hinten. Ich wollte gerade sagen. Fahrzeug nehmen. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Musste das jetzt so laut sein? Fahrzeug 1 entfernen. Wieso soll ich Fahrzeug 1 entfernen? Ich will das doch mitnehmen. Suche und berge das Wrack. Ach, ihr könnt mich mal. Ich fahre jetzt erstmal wieder zurück. So. Denke ich zumindest. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue, aber ich hoffe, es ist richtig. Muss ich das nicht da unten hinliefern? Weil da hinten ist nochmal ein Ausrufezeichen. Oder habe ich zwei Wracks? Da ist ein Recycling. Ich muss doch da oben hin, oder? Da ist doch boah, die Steuerung ist aber wirklich... Der ist extremst direkt. Muss ich mal sagen. Nee, da sind zwei. Alter, hätte ich das jetzt doch vorher nach unten bringen müssen? Stürzt hier gleich die Brücke ein, weil die hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. You visited Raw Materials Marketplace. Was auch immer. Die sind wahrscheinlich irgendwo da rechts, da in den verschrotteten Gegenden. Was haben wir denn hier? Hallöchen, da ist noch so ein Wrack. So, mit E kann ich wieder aussteigen. Hauen wir dem erstmal die Tür rein. Das ist schön, dass ich jetzt auf dem Wagen stehe. Das sind Kunststückchen, die man hier vollführen kann. Kann ich auch hüpfen? Ich kann auch hüpfen, sehr schön. Ich mach das jetzt alles von hier oben, ja? Linke Maustaste. So, das Panel habe ich jetzt auf dieser Seite. Habe ich das auf beiden Seiten? Bin mir nicht sicher. Fahrzeug nehmen. Ja, würde ich gerne. Darf ich das auch? Ich darf das nicht von hier aus, oder was? Es muss nach oben drauf. So viel habe ich schon verstanden. Aber wieso kann ich das nicht drücken? Hallo? Ich habe das doch gerade genommen. Linke Maustaste, um Gegenstand zu verwenden. Anzahl der Fahrzeuge. Hä? Ich meine, dass man das normalerweise so nicht macht, ne? Und das jetzt nicht mit der Hand irgendwie hochhebt und... Ladestation? Und da steht halt nur Suche und Berge. Leute, ich will doch einfach nur das Fahrzeug hier drauf machen. Moment, da hinten? Wieso ist das gelb? Noch nah genug dran, oder? Oder muss ich mich da jetzt anders daneben stellen? Aber er hat es doch angenommen, also. Oder ist das hier, muss ich mich hier ein bisschen besser hinstellen vielleicht? Ich setze dich nochmal ab, warte mal. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube jetzt nicht, dass es daran liegt, oder? Ich sehe hier gerade nicht allzu viel. Aber ich meine, das Ding ist eh Schrott, ne? Also ist nicht so schlimm, wenn ich dagegen fahre. So, Moment.
Huch. Alter, die Bremsen, die sind aber... Das ist schon... ein bisschen tricky hier. So. Und ich bin wieder... Ach so, oder muss ich das wirklich von hier oben? Muss ich hier raufspringen? Vielleicht. Moment. Nein, jetzt. Spring doch nach hinten. Och, leck mich doch. Geht das denn jetzt? Ah, jetzt. Aha, wir müssen also anscheinend parallel spielen. Listen, JJ, I've been guiding you through all these jobs, but you can always make a detour when you see something interesting along the way. Ja. Was stand da gerade? Bringe die Frax? Ich weiß es nicht mehr. Ich bringe sie mal nach Hause. Wenn es denn mein Zuhause ist. Also ich habe so verstanden, dass ich mir eigentlich nur was kaufen muss. Aber anscheinend habe ich schon was. Keine Ahnung. Bin ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Also auf der einen Seite finde ich das Spiel bisher ganz cool. Auf der anderen Seite, na gut, die Steuerung ist teilweise so ein bisschen, naja. Wie zum Beispiel das, was wir eben erlebt haben mit dem... Ich dachte, das ist ein größerer Wendekreis. Den kleineren meine ich. Wie zum Beispiel... Oh, verliere ich gleich die Autos? Ja. Das ist grün, das sollte eigentlich reichen, ne? Wie zum Beispiel da hinten die Steuerung, das wollte ich sagen. So, Fahrzeuge entfernen. Wenn ich die jetzt entferne, aktiviere... Achso, Moment. Aktiviere das Kontrollpanel. Doch, das ist gemeint. Weil das andere ist doch auch ein Kontrollpanel. Ah, okay. Dann kann ich die von da aus rüberschieben. Verstehe. Zerstöre alle Fahrzeuge auf dem Parkplatz. Ihr könnt mich doch mal kreuzweise. Jetzt muss ich den ganzen Mist doch mal machen. Willst du mich denn veräppeln? Oh je. Ich weiß zwar noch so, wie es ging... auch wenn ich nicht weiß, was ich hier drücken muss. War das R? Ne, da kann ich erstmal so machen. Okay. Wo steht denn das Auto? Ein Stück. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mich einfach mal auf den Schrottplatz bewerben oder so. Das wäre doch ziemlich cool. Ich will keinen Magneten. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier überhaupt erstmal die richtigen Tasten drücke. Das ist das Schlimme. So nochmal ein bisschen. So. Hallo, wer hat denn hier gerade das Licht da gemacht? Geister oder was? So, nochmal ein bisschen. Zack. Und zack. Und zack. So. Oh je. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Was ich gut finde, dass sie das hier direkt drehen. Immerhin etwas. So, R. Achso, ich dachte gerade, das wäre meine Anlage. Nee, ist okay. So, einmal runter. Passt das schon? Es passt schon. Sehr schön. Magnet. Zack. Frage ist, kann ich direkt zwei Autos da reinhauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Passt das nicht für? Ich mache das mal ein bisschen zur Seite. Nicht, dass ich jetzt hier erquetscht werde. Wo war das mit Tab? Und automatisch. Zack. Ist ja viel einfacher. Wunderbar. Ich bin immer am Überlegen, wo ich jetzt gerade wieder mit steuern muss. Es war so klar. Ich habe jetzt keine Lust, das wieder umzustellen. Und ich glaube, ich muss es hier auch umstellen. Ne? Ja, es war so klar. Ah, ich könnte mich doch nicht mehr. So. So, wie kam ich jetzt nochmal raus? E. E gedrückt halten. Wo ist das andere Auto? Wo ist die Schrottkarre hier? Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier darf man wirklich mal Schrottkarre sagen. Wo ist denn jetzt das zweite Auto? Hallo? Der hat doch jetzt nicht beide da reingemacht. Zerstöre alle Fahrzeuge auf dem...
Parkplatz. Meinen die denn das jetzt auch damit? Das kannst du doch nicht zerstören. Das ist so ein schönes Auto. Da muss ich mal einen Screenshot von machen. Ey, die Karre würde ich sofort mitnehmen. Also nicht so vergoldet, wie die jetzt hier ist, natürlich. Ja, aber ohne Scheiß, habe ich jetzt gerade hier irgendwas übersehen? Ach so, nein, ich kann das... Ach, wir haben ja noch einen Schritt vergessen. Ja, ich gebe zu, ich habe den Schritt vergessen. Wahrscheinlich kann ich den gar nicht auswählen, weil ich hier diesen Schrottberg jetzt eben gar nicht mitgenommen habe. Aha. Nö. Ich würde den Magnet nicht machen. Hallo? Ich muss da ernsthaft millimetergenau dran stehen. Na gut, sagen wir jetzt nichts. Ja, jetzt hänge ich hier wieder. Jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. Wieso komme ich jetzt wieder? Ich bin falsch passiert. Und F. Das darf ich irgendwie nicht drücken. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Bin ich hier irgendwo? Ich kann es ja nicht sehen. Das ist das Problem. Ah ja, anscheinend ja. Okay. Mein Auto jetzt wieder da? Nein, ist es nicht. Hallo? Muss ich jetzt wirklich das Auto da hinten verschrotten? Das ist doch nicht... Kann ich denn nur den Motor von mir brauchen, oder was? Ist das ein Bug? Ich meine, wir sind hier, wir sind Houdini. Wir sind mit zwei Autos hier hingekommen und haben aus zwei Autos ein Auto gemacht. Das ist das, was mich hier so wundert. Kaputtes Auto mit Motor. Ja, das ist nämlich das da hinten. Nee, Motorentfernungsstation. Achso, nee, warte mal, ich muss das ja von hier aus rausheben. Das ist schon logisch. Aber ich weiß halt immer noch nicht, wo das andere hin ist. Und das steht nicht mehr da hinten. Das irritiert mich ja total. Nein, jetzt noch die Tatsache, dass ich nicht weiß, ob ihr mich überhaupt noch hören könnt hier. So. Zack. Schöne Karte. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Ich hasse dieses Spiel ab heute. Es war klar, dass es nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Ja, du sollst nur ein bisschen nach rechts gehen. Ja, so. Ich schmeiße mir das einfach so rein. Ist ja egal. So. Einmal automatisch, zack. So, kleinen Moment. Ja, ich habe das Ganze mal ein bisschen leiser gemacht. Jetzt kann man hoffentlich meine Stimme wieder einigermaßen hören. Achso, ich muss das ja nochmal holen. Jetzt fängt das wieder an, dass es wieder hundertprozentig da drüber sein muss. Also, ich muss dem Epi zustimmen, wenn er sagt, die Steuerung ist so ein bisschen, naja. Ich werde mich da nie dran gewöhnen mit diesem komischen R und so. F ist nicht gut.
Zack. So. Accumulate 1000 Kilo of Iron. Iron, nicht Irony. Hier konnte ich nichts machen. Ne, Moment, mit Tab? Ne, mit 1. Mit 1 konnte ich da ran und dann mit Tab öffnen, genau. Das heißt, wir können jetzt den ganzen Schrott hier auch verkaufen. Und da dürfen wir wirklich Schrott sagen, ohne dass es jemanden ärgert. Ich habe 10.000 verdient. Wow, nur mit Schrott? Cool. Nimm den Motor zur Renovierung. Machen wir doch glatt. Ich dachte gerade, da hinten läuft einer. Waren das die Regentropfen? Finde einen Arbeitsplatz zur Restaurierung. Zeig mir doch mal einen an hier. Hallo. Jetzt sag mir nicht, ich muss mit dem Ding nach da oben laufen. Echt jetzt? Wollte mich jetzt veräppeln. Na gut, da hinten stehen die Motoren. Oh nein, 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 bleib hier. Ich wollte dich nicht wegwerfen. Ich habe so viel Spinat gegessen. Es tut mir leid. Ich kann auch gar nicht mehr laufen. Aber ich denke mal, die meinen das wirklich so, dass ich hier oben muss. Weil es ist das Einzige, wo halt eben dieses Ausrufezeichen. Guten Morgen und das am späten Abend, wo dieses Häkchen drin ist. Das Dumme ist, jetzt sehe ich gerade gar nichts mehr, weil ich das Ding voll vor der Nase hängen habe. Flying Gasoline, okay. Das ist meine verrostete Karre, ich hoffe nicht. Also ich hoffe schon, dass die mir gehört, aber dass ich nicht damit fahren muss. So. Sieht aber eigentlich gut aus. Aber dass ich dann immer da hochlaufen muss, das dauert natürlich ewig und 3 Jahre. Ah. Remember that you can always turn on the radio to make this or any other activity more pleasant. To do that, press O. They play some good music there. Nein, möchte ich nicht. Aus lizenzrechtlichen Gründen nicht. So. Restaurierung. Bürste. Renoviere 2 Gegenstände. Das ist toll. Wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich das mache. Ach so, ich brauche die Bürste. Ah, okay. Na gut, viel besser sieht er jetzt auch nicht aus, aber... ich meine, den ganzen Rost macht die Bürste leider nicht weg. Ah, ich sehe auch hier rechts... kann man dann so ein bisschen sehen, wie weit wir sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich hier überhaupt angehe. Achso, in der Mitte sehe ich es auch. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen wieder mal nicht. War ja so klar. Die Frage ist nur, wie und in welchen Winkel soll ich das machen? Weil jetzt hätte ich gesagt, hätten wir alles durch. Weil wir quasi schon überall waren. Aber er will noch nicht so ganz. Das ist ein bisschen tricky. Also das schon etwas seltsam, dass man das hier so machen muss. Wir haben übrigens ein Tattoo, sehe ich gerade. Das ist cool. Ich habe ja nicht nur etliche Tattoos selber, sondern ich stehe auch total auf Tattoos. Auf gut gemachte Tattoos, wohlbemerkt. Muss ich mich nur drehen mit dem Ding oder muss ich eine spezielle Stelle treffen? Ich glaube nämlich eher, dass ich eine spezielle... Moment, H ist Tipp. Ah, da unten. Zeigt mir aber nichts mehr an, was ich nur machen kann. Doch, da oben.
habe ich jetzt alles. Sandstrahlpistole. Oh mein Gott, das war ja jetzt wirklich... Sandstrahlpistole. Wo haben wir denn so ein Ding? Ist das die hier? Das sieht gut aus. Färben wir dich mal komplett um hier. So ein Teil hätte ich gebraucht, als ich mein altes RC-Car hier aufgemotzt hatte. Oh ja, das sieht wirklich viel besser aus. Ich hoffe, dass sie da jetzt nicht gleich ankommen von wegen, ich habe nichts mehr drin, das Ding ist leer. Weil ich hier die ganze Zeit durchgehend drauf drücke. Aber muss man ja ganz ehrlich sagen, also so im Vergleich zu dem, womit wir angekommen sind, wobei das ja, ne, es ist überall verrostet, wenn wir da jetzt einfach so drüber pinseln, vielleicht auch nicht unbedingt das Wahre, aber okay. Muss ich sagen, sieht schon wesentlich geiler aus. So, die Frage ist jetzt, wie erwische ich diese kleinen Ecken? Ach, das reicht schon, okay. Perfekt, was brauchen wir jetzt? Lackierpistole. Da hinten. Das sieht gut aus. Lackierpistole. Können wir auch eine Farbe aussuchen? Nee. Lalalalalalalala. Wir dürfen nicht alles schwarz machen, so wie es aussieht. Keine Ahnung, warum nicht. Wieso kommt da jetzt auch noch Gold drauf? Wollt ihr mich denn ver... Ach nee, das war nur mein... Oder nee? Das ist doch so ein goldener Schimmer hier. Das sieht aber jetzt irgendwie ein bisschen seltsam aus. Ja, also eben sah es besser aus. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Wenn einer von euch jetzt Maler und Lackierer ist, beziehungsweise halt Lackierer für Wagenteile oder für Autos, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, oh, das ist ganz normal, dass man das so macht. Was weiß die Olle denn schon? Scheint in ihrem Leben noch nie sowas gemacht zu haben. Nein, habe ich wirklich nicht. Tab, um Telefon anzunehmen. Habe ich ja toll angenommen. Was ist das? Approved, das ist toll. Achso, nee, renoviere zwei Gegenstände. V9 Motor. Wir nehmen den einfach mal. Haben wir den jetzt verkauft? Ja, wir haben den verkauft. Sehr schön. Dass die Leute aber auch direkt wussten, was ich gemacht habe. Das ist ja cool. Ja, renoviere zwei Gegenstände. Das Problem ist, was können wir denn noch renovieren? Weil hier steht jetzt auch nichts mehr drin. Und wir haben natürlich jetzt auch nichts aus dem Wagen rausgeholt, weil wir ja nichts... Da hinten ist noch was am Leuchten. Aber... Renovierte Gegenstände. Nachttisch, Restaurierung, Gegenstand aufheben. Also mit anderen... Knall mal einfach überall gegen... Mit anderen Worten, wir müssen den noch restaurieren, ne? Ein Lappen. Ein Lappen. Wo sehe ich denn hier noch einen Lappen? Ich sehe gar nichts mehr hier gerade irgendwie. Ach so. Lappen und... Ach, verstehe. Hm. Okay. Lalalala. Ich habe tatsächlich auch schon mal das eine oder andere restauriert. Und zwar habe ich mal... Das hört sich jetzt komisch an, aber es war ziemlich cool, muss ich sagen, in dem Moment... Ich habe mal einen eine Kommode, so eine kleine, ja, eigentlich fast wie so ein Nachttisch, habe ich mal auf den Sperrmüll gefunden. Tipptopp in Ordnung, nur eine grausige Farbe. Und hier und da ein paar Kanten, die habe ich dann aber gut mit Schleifpapier weggekriegt. Habe die dann einfach neu lackiert und habe die auch jahrelang besessen, bis ich dann irgendwann keinen Platz mehr richtig hatte und dann musste ich sie leider abgeben. Aber war schon cool. Den Rest weiß ich schon gar nicht mehr. Ich habe noch ein oder zwei andere Sachen restauriert, aber ich weiß gerade nicht mehr was. Ich kann mich nur noch daran erinnern, weil das war so ein Highlight irgendwie. So. Achso, die eine Seite haben wir noch nicht. Dann hoffe ich mal inständig. Ich weiß nicht, warum der das mit einem Lappen macht. Normalerweise macht man ja sowas eher mit Schleifpapier und so. Ah, jetzt kommt die Schleifmaschine. Okay. Wo ist sie denn? Sehr schön, jetzt kommt das schwere Gerät hier.
soll man denn hier mit dem Ding versuchen, gerade... Ach du Schande. Okay. Ich mache einfach so ein paar Wellenlinien rein. Ist ja, ups, ist ja nicht schlimm, oder? Macht der die Seiten? Ne, die Seiten macht der jetzt nicht wirklich. Ach, der macht das heller, wo der... Ah, okay. Dann macht der die Seiten wohl doch. Ist eigentlich logisch, dass er es heller macht, weil das war ja vorher auch so... Nehme ich mal an, man konnte es, glaube ich, jetzt nicht so sehen von der Farbe her. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber vorher war das ja auch so, so Holzfarben. Ja doch, man konnte es doch sehen. Ich bin ja schon... Ich bin auf der einen Seite total fasziniert von dem Spiel gerade. Auf der anderen Seite ist das hier Schwerstarbeit, die ich leiste. Ne? Ich meine, mein Bizeps und mein Trizeps und alle Muskeln, die ich hier habe, sind hier schon auf Höchstform am Arbeiten. Sehr schön. Sprayfarbe. Wo habe ich die denn? Ich habe die doch irgendwo gesehen. Da. Oh Gott. Was kommt da raus? Ich weiß es nicht. Was ist denn das für eine Farbe? Also ich kann bis hier riechen, wie eklig das riecht. Wer schon mal sowas gesprüht hat, also generell Farbe, zum Beispiel auf dem RC-Auto oder sowas, also beziehungsweise auf die Karosserie, nicht auf das Auto selber logischerweise, der weiß, wie dieses Zeug stinkt. Und ich rieche das irgendwie gerade, ohne dass das real hier ist. Ah, schwarz. Schwarz ist immer gut. Soll das echt so schwarz bleiben? Beziehungsweise hier unten so silber. Ja. Das war aber nicht ganz sauber hier. Aber er macht es auch doch jetzt. Okay. Ist schon Schwerstarbeit hier, ne? Also man muss ja auch auf jeden kleinen Winkel achten. Das ist schon ein bisschen... Aber gut, es ist halt eine Simulation. Dementsprechend sollte es natürlich auch so real wie möglich sein. Obwohl wir keine FFP2-Maske tragen. Also Feinstaubmasken, die sollte man ja dann doch tragen, gerade wenn man jetzt hier so am Rumsprühen ist. Auch wenn das so weitläufig ist wie hier. Na, nimmst du das an? Komm, das kann richtig schön werden, wenn du dann wirklich die Ecken triffst. Bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, der nimmt immer die Ecke an, wo der Kreis ist. Bin mir aber nicht 100%, obwohl doch, hier oben scheint das zu funktionieren. Aber manchmal nimmt er das dann auch nicht so richtig oder er macht das im Nachhinein noch, ich bin mir nicht sicher. Ich habe übrigens noch ganz, ganz viele Simulatoren. Ich weiß, die haben bei der Umfrage nicht so gut abgeschlossen. Was letztendlich dann... Ach so, der ist noch... ja, ist ja gut. Was... Der nimmt immer der gleiche, nimmt mir das ja ab, ne? was ich persönlich sehr schade finde, weil ich halt unheimlich gerne so Simulatoren spiele. Zum Auto gehen. Und euch das ehrlich gesagt auch sehr, sehr gerne näher bringen würde. Moment, wir gehen gleich zum Auto. Ich habe da gerade was entdeckt, aber das soll wahrscheinlich... Junkie Challenge. Das soll doch nicht renoviert werden. Pickup. Lade die Gegenstände in die Fahrzeuge. Geht zur Markierung. Starte den Pickup. Ich glaube, das wird viel zu kompliziert hier. Aber wir machen es einmal. Ich bin mal gespannt, was das ist. Ach du Scheiße. Alter, was soll das sein? Eine Rennstrecke? Hallo? Da soll ich dann raufhüpfen, oder was? Okay, wir probieren das einfach mal. So, zack. Einmal. Komme ich gar nicht hin. Ah doch. Was willst du von mir? Warum piepst du die ganze Zeit? Hui. Oh, das macht mich so kirre hier, dieses Grün, ne? Das macht mich wahnsinnig. Oh. Rucksack, Pickup. Achso, ich hätte es auch in den Rucksack reinmachen können, oder was? Ich hoffe, das hält. Ich bin mir nicht so sicher. Nicht, dass die Dinger hier gleich runterfallen oder so.
Egal, wir probieren diese Challenge jetzt mal. Oh. Alter, dein Ernst? Das war ein Scherz von mir. Als ich gesagt habe, nicht, dass sie runterfallen. Darf ich nicht so schnell sein, oder? Bin mir nicht sicher. Hallo? Ja, komm. Ich kann auch nichts drücken. Na gut, wir versuchen es nochmal. Vielleicht darf ich nicht so schnell sein. Ich kann aber nicht viel langsamer fahren, das ist mein Problem. Auf jeden Fall darf ich nicht so schnell in die Kurven gehen. Alter, so nicht. Nicht mit mir, Freundchen. Ich muss echt langsam fahren, gerade weil das eine Paket, das haut mir hier gleich raus. Alter. Was ist das hier für eine... für eine Challenge oder was? Oh Gott. Ja, ich habe sie wieder einigermaßen drin. Nein! Äfft euch! Äfft euch! Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt in den Rucksack machen kann oder nicht. Das ist halt... tu das alles da rein. So, schmeiß... oh, schmeiß weg. Das meinte ich nicht wortwörtlich. Es ist ja wie dieses Packspiel da. Ich wollte gerade was anderes sagen. Ja, aber das B hilft mir hier nicht weiter. Ich muss es so probieren. Keine Ahnung. Das ist doch doof. Ich muss den Epi echt mal fragen, ob er das schon gemacht hat. Wieso ist hier eine Linksabbiegespur und hier eine Rechtsabbiegespur? Nein. Mir doch scheißegal, wie viel Zeit ich dafür brauche. Nichts mit Hurry Up oder so. Ich weiß auch immer noch nicht, was hier so komisch am Klatschen ist. Die ganze Zeit klack, klack, klack. Bin ich das Auto irgendwie mit einem Vorschlaghammer nebenbei noch am Bearbeiten? Oder? Ich würde ja gerne hier schnell durchfahren, aber dann verliere ich die Pakete wieder. Das ist das Problem. Nein, sag mir nicht. Oh, noch ist es drauf. Noch. Ich muss aufpassen. So. Ich hab's verloren. Ich hab's gewusst. Wo ist dieses blöde Paket? Jetzt komm da raus. Hallo. Ist das jetzt dein Ernst? Alter, ist das jetzt dein... F-Punkt Ernst. Nein! Oh nein, ich will da nicht nochmal drüber fahren. Obwohl, müssen die ganz ankommen? Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich ist es egal, ob ich drüber fahre oder nicht. So. Der eine fliegt mir jetzt auch schon wieder bald raus. Es wäre gut, wenn du da rein... Hallo? Hallo? Auto? Auto? Ich gebe hier gerade Gas. Was ist mit dir? Hallo, Auto? Geht es noch? Nein, nicht rausfallen. Och, komm. Jungs, ganz ehrlich, wie blöd ist das denn gemacht? Das hat überhaupt gar keine Logik irgendwie. Ich meine, ihr lacht euch wahrscheinlich jetzt alle kaputt. Oh, die doofe Gameplayerin, die kann das nicht. Ich würde das viel besser machen. Ja, ja, macht das erstmal. Davon mal abgesehen, aber... ach, jetzt kann man das nicht drehen, oder was? Oh, nee, komm. Vorhin ist das so schön, da alles rein. Und ich muss nichts machen, dann lag das richtig. Und jetzt? Wir sind aber gleich da, oder?
Kann das sein, dass ich gar keinen Reifen drauf habe, dass ich mit der Felge am Fahren bin? Das hört sich ja wirklich schrecklich an. Oh ja, ja! Ich bin da, ich hab's fast geschafft. Scheiß drauf, ich muss die Eder reinwerfen, denke ich mal. Nein! Hä? Ja, nerv mich nicht. Ich hab nichts verloren. Es liegt alles hier. Das interessiert mich irgendein Fundbüro. Ich hoffe zumindest, dass ich das jetzt hier drauf machen muss. Ah ja, gelieferte Gegenstände 2 von 3. Hallo? Achso. Ich hab's nicht gesehen. Entschuldigung. Ja, ist doch okay. Das war für mich eine verdammt gute Leistung. Jetzt dürft ihr mal alle jubeln. Oder mir einfach einen Vogel zeigen, weil ich zu blöd war, das vernünftig zu machen. Ist mir egal, ich fand's gut. Junkie Challenge freigeschaltet. Ja, das ist ja toll. Nein, ich möchte nie wieder eine machen. finde einen Challenge-Automaten. Okay. Dankeschön, aber nein, danke. Oh Gott. Unser Video ist eh schon viel zu lang. Ich glaube, ich sollte hier irgendwas machen am Auto, oder? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Anzahl der Elemente Demontage. Machen wir alle, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, die kommenden Szenen werde ich jetzt definitiv mal ein bisschen rausschneiden. Also damit ihr, falls ihr das mal selber machen möchtet, versteht, was ihr da machen müsst. Es werden verschiedene Elemente im Auto markiert. Ihr müsst quasi mit dem äußersten Element anfangen, wie zum Beispiel kleinen Schrauben, Muttern und so weiter. Die müssen als erstes entfernt werden und da müsst ihr euch sozusagen Schritt für Schritt zum inneren Kern durcharbeiten. Das klingt an sich nicht so kompliziert. Allerdings, wenn man erstens nicht weiß, was man was außen liegt und was nicht. Ich meine, bei Schrauben und Muttern ist es ja noch einfach, aber mit den ganzen Schläuchen und anderen Verbindungen, da ist es dann schon ein bisschen komplizierter. Und dann gerade für mich, die ja keine Mechanikerin ist und halt weiß, wie so ein Auto aussieht, aber auch einige Elemente davon natürlich kennt, was unter der Motorhaube ist und so weiter und so fort. Aber natürlich nicht jede Verbindung, alles was gesteckt ist, alles was verschraubt ist und so weiter, nicht alles davon einzeln kennt, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Also ich denke, dass das da keine Automatik gibt. Ich habe zumindest keine kennengelernt. Es steht zwar rechts, dass man R drücken muss für eine automatische Renovierung, wobei eine Renovierung für mich persönlich jetzt nicht ist, dass man einzelne Sachen aus dem Auto entfernt. Und das war das Erste. Und zum Zweiten, es ist halt grau hinterlegt. Das heißt, ich konnte es auch nicht benutzen. Ich habe es mal versucht, es ging aber nicht. Und das fand ich schon ein bisschen schade jetzt hier bei dem Spiel, weil es doch sehr, sehr lange gedauert hat, bis ich das ganze Auto auseinandergenommen hat, weil man wirklich alles machen musste. Man musste die Scheinwerfer einzeln abnehmen, man musste den Kühlergrill abnehmen, man musste die einzelnen Teile vom Motor abnehmen, man musste die Reifen komplett abschrauben, aber wirklich alles. Also Schrauben, Muttern, Reifen, Felgen, alles was dahinter ist, Bremse und so weiter, musste man alles einzeln abnehmen. Den Innenraum, da bin ich dann später auch nochmal reingegangen, da musste man auch noch ein paar Sachen rausreißen und so weiter. Es hat sehr, sehr lange gedauert, etwas über eine Stunde, glaube ich, vielleicht auch anderthalb, weil ich teilweise nur 2 Schrauben nicht anvisiert bekommen habe, es nicht abging und dementsprechend der ganze andere Kladderadatsch dahinter auch nicht abging. Das kann man jetzt noch nicht so gut sehen, aber sobald der Motor, glaube ich, draußen war, da fing das dann schon an. Und ja, ich muss sagen, dieser Teil war wirklich der nervigste Teil überhaupt. Deswegen erspare ich euch das und wir gehen jetzt direkt weiter, ja, sozusagen zum Ende der Folge, wenn wir die letzten Teile noch kurz renovieren und sehen, was danach kommt. Das Teil, welches Teil? Das hier? Jetzt kann er die nicht drehen, oder wie? Na komm. Bring das. Achso, bring das Teil zum Wagenheber.
Wieso zum Wagenheber? Jetzt sag mir bitte nicht das Teil, was da unten... Nee, die meinen tatsächlich das. Ey, das ist doch kein Wagenheber. Wiederherstellen. Ihr wollt mich jetzt veräppeln. Ich habe die ganze Zeit das Auto hier auseinandergenommen. Und jetzt soll ich hier das Ding nur renovieren oder was? Also restaurieren. Oh, das ist nicht euer Ernst. Aber das dauert jetzt wahrscheinlich auch wieder so eine halbe Ewigkeit. Wir machen hier nur einen Teil davon. Damit das nicht nochmal endlos lange geht hier. Weil ich glaube... Ich glaube, keiner hat mehr so richtig Lust, hier zuzusehen oder so. Oder gerade sind die Männerherzen am Höherschlagen. Ich weiß es ja nicht. Muss ich das Ding jetzt umdrehen oder reicht das, wenn ich das hier so von der Seite mache? Ein bisschen hoch, oder? Ja, hier fehlt noch was. So. Ich glaube, das soll so sein. Ich bin mir nicht sicher. Und hier nochmal eben schnell. Wo ist denn der Tipp? Es sieht alles perfekt aus, sagt der Tipp. Und warum habe ich nur 96%? So, jetzt kann ich mit der Sandstrahlpistole weitermachen. Das war die hier, oder? Nee, das war der... Ach. Nicht doof. Da war die, ne? Ja. So. Sag mir nicht, ich habe hier zwei Ecken vergessen. So, perfekt. Lackierpistole. Komm her. Damit das jetzt hier nicht noch total lange dauert. Ich meine, das zu renovieren ist ja irgendwie schon, dass es total lange dauert, aber... Wir müssen es ja nicht übertreiben. Vor allem muss man das immer schön gleichmäßig machen, aber das macht er eigentlich gut. Also wie der Arm hier so nach links und rechts geht, das macht er schon gut. Okay. Ach, das soll zweifarbig werden. Beziehungsweise mit Streifen. Plüpp, plüpp. Okay, die können wir schon wieder zurücklegen. Zack. Halt. Stelle das restaurierte Teil auf den Ständer. Moment. Schmeiß weg. Ja, es ist doch drauf. Hallo? Oder welchen Ständer meinst du? Ach, da hinten. Ach so. Auf den Ständer einmal. Sehr wohl. Ist das jetzt zum Trocknen? Oder warum tun wir das jetzt hier hin? So, öffne die Tür oder den Kofferraum und starte die Suche. Welchen Kofferraum?
Finde Gegenstände und sammle sie ein. Ja, das ist doch schön. Was war das für eine Maschine? Ich habe es jetzt gerade gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. So, ich habe ja schon alles rausgerissen im Endeffekt. Nur da ist ja nicht mehr viel, was wir machen können. Moment, Taschenlampe? Ach, wir können auch noch mal... Oh. Okay, damit wir dann besser sehen, wo der ganze... Schimmel, wollte ich gerade sagen. Wo der ganze Rost hin ist. So, da drin... ist auch noch mal was. Oh, die Tasche hätte ich doch vielleicht selber behalten können. Also. Okay. Schließe alle Prozesse zu 100% ab. Was für Prozesse? Ich muss die Dinger hier reparieren, nehme ich mal an. Was wollt ihr immer mit der Zeit? Oder heißt das, dass ihr speichert in dem Moment? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Wir nehmen jetzt mal einfach die Tür mit. Ja, ich denke mal, das soll das heißen. Ich mache den Rest jetzt nochmal alleine. Yeah. ich mache den Rest jetzt nochmal alleine. Ich habe keine Ahnung, wie ich nochmal anfange. Ich glaube, es war mit dem Besen hier, mit dem Schrubber. Ja, genau. Und wenn ich dann mit dem letzten Teil fertig bin, dann hole ich euch gleich nochmal eben hinzu. Und dann können wir vielleicht sehen, was wir dann noch machen müssen oder ja, was wir halt eben nicht mehr machen müssen. Beziehungsweise was dann als nächstes kommt. Bis gleich. So, dann hoffe ich, dass wir jetzt endlich alles fertig haben. Dem müssen wir jetzt wieder hier rechts reintun. Zack. Renovierung 7 von 7, Suche 100%. Die Demontage muss ich allerdings noch fertigstellen. Wo die Demontage, ganz ehrlich, ist tatsächlich das, was mich gerade am meisten nervt bei diesem Spiel. Ich kann zum Beispiel hier auch gar nichts abmachen, obwohl ich davon ausgehe, dass man erstmal diese kleinen Dinge abmachen müsste. Den konnte ich jetzt zweimal abmachen. Kann ich noch ein drittes Mal abmachen? Nee. Den unteren zum Beispiel kann ich auch nicht abmachen. Ach, oder? Ist das so ein ganz kleines Schräubchen? Das ist so ein kleines Schräubchen, was da drin ist. Ach so. Also das ist... ganz ehrlich, das kann einen tatsächlich wahnsinnig machen. Mit diesen kleinen Schräubchen. Ich will nie wieder ein Auto auseinandernehmen hier in diesem Spiel. Nie, 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 nie wieder. Das ist wirklich... Oh nein, jetzt hatte ich es doch gerade... Es ist so Millimeterarbeit. Ich meine, ihr seht das ja, wie schwer das hier gerade zu kriegen ist, ne? Ich werde das jetzt auf jeden Fall noch weitermachen. Ich werde das ganze Auto so ein bisschen demolieren, wollte ich gerade sagen. Ein bisschen demontieren und dann schauen wir mal. Wir sind bei 65%. Ich habe also noch einiges vor mir. Auch für meine Nerven, was das hier betrifft. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil wie gesagt, es ist wirklich Millimeterarbeit hier drin. Also wenn man so von Wagen steht, ist es natürlich nicht so extrem, aber also vom echten Wagen. Aber wenn man hier gerade am Arbeiten ist, in diesen Dingen hier, das ist wirklich... Es muss nicht sein. Also sie hätten es auch ein bisschen anders machen können, was halt nicht ganz so extrem wäre. Aber gut. Müssen wir jetzt durch. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich hoffentlich die 100% der Demontage hinbekommen habe. Ja, und damit haben wir das Auto quasi komplett zerlegt. Damit können wir jetzt gar nichts mehr machen. Kaufe mit Hilfe deines Computers ein. Das war, glaube ich, mit Tab, aber Tab nimmt er nicht an. Also gucken wir... Da hinten war der PC, genau. Dass wir das so machen. Okay.
linke Maustaste einfach drücken. Ich weiß nicht, was wir jetzt eingekauft haben, aber egal, gehe zum Auto und transportiere das Fahrzeug. So sieht das Auto dann komplett aus. Transportiere das Fahrzeug zum Hangar. Nicht zu verwechseln mit den Hangar Games. Ja, und da steht es. Schaue Ausschau nach Fahrzeugen. Okay. Ich schaue mal Ausschau nach Fahrzeugen. So. Da steht eigentlich, dass ich hier hin soll. Oder soll ich mich da reinsetzen? Kann natürlich auch sein. Nö. Anscheinend nicht. Aber sieht schon ziemlich cool aus. Wobei das jetzt nicht das war, was wir hier reingebracht haben, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Quest 5 Renovierung. Es kann sein, dass wir jetzt im Endeffekt wieder... Der sieht auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Dass wir jetzt wieder komplett von vorne anfangen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, das sind ja jetzt alle schon renovierte Autos hier, so wie es aussieht. Oh, okay. Ich sollte sie nur einmal alle angucken. Finde Wracks, restauriere und sammle sie. Ja, das haben wir jetzt gerade... alles gemacht. Geld verdienen. Sprich mit Bob. Mit dem können wir noch mal ganz kurz sprechen, bevor wir hier... Ich muss das sowieso alles mal zusammenschneiden. Zurzeit habe ich für Schrottsammler da keine Verwendung. Junkyard Interface to check the locations for this job. You've done it before. You can do it now, Johnny. Du hast es bereits mehrere Male gemacht. Ja, ich würde sagen, der sieht aber wirklich gruselig aus, wie so ein Golem irgendwie. Ich würde sagen, da ja schon gesagt hast, du hast es schon mehrere Male gemacht, dass wir dann hier endlich mal das Video beenden. Vielleicht werde ich es auch in zwei Teile schneiden, ich weiß nicht. Vielleicht kriege ich es aber auch hin, das so einigermaßen auf eine Stunde zurechtzuschnibbeln. Und einfach das, was halt so lange gedauert hat, dann vielleicht ein bisschen beschleunigen oder eben... rausschneiden, also zurechtschneiden. Ich bin gerade am Überlegen. Wenn wir jetzt hier anfangen, dann fangen wir doch jetzt wieder an. Genau, platzieren, Scanfläche und so weiter. Ja, also das machen wir jetzt nicht mehr. Aber im Endeffekt, wie das Ganze so stattfindet und was wir da machen müssen und so weiter, das haben wir jetzt schon mal gesehen. Ich wollte euch in erster Linie das Spiel so ein bisschen vorstellen für diejenigen, die es halt eben noch nicht kennen und die vielleicht Interesse an sowas haben. Und den anderen möchte ich jetzt nicht damit auf die Nerven gehen, dass ich da jetzt ein riesenlanges Let's Play von mache. Es sei denn, ihr schreibt mir jetzt in die Kommentare rein, ihr wollt es unbedingt gerne sehen. Ihr ballert mich jetzt da mit Kommentaren zu. Ansonsten lassen wir das, dann würde ich das Ganze privat nochmal so ein bisschen machen. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, es ist auch teilweise wirklich ziemlich nervenaufreibend. Ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel so findet vom ersten Eindruck her. Ob das was für euch ist, ob ihr generell solche Simulationsspiele mögt. Ich weiß, die haben bei meiner Umfrage jetzt nicht so gut abgeschnitten. Kann ich gar nicht verstehen. Ich meine, es macht doch auch Spaß. Ja, schreibt es einfach gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns bei der nächsten Vorstellung oder beim nächsten Let's Play wieder. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.